Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert for Men's Inner Child und Mentorin für systemisches Coaching. Liebe Marianne, wie schön, dass du da bist zu den Magic Moments, den Interviews mit außergewöhnlichen und herausragenden Frauen. Schön, herzlich willkommen. Ich danke dir viel von ganzem Herzen und ich fühle mich total geehrt, dass du mich für dieses Interview auch eingeladen hast. Also vielen Dank dafür. Von Herzen gern. Du bist für mich wahrlich eine Heldin. Und ich würde gerne mal fragen wollen, was du unter Held oder Heldin eigentlich verstehst. Was fällt dir da ein? Ja, das ist jemand, der einen Fokus hat, anderen zu helfen und ja, also sich nicht im Vordergrund zu sehen, sondern eigentlich eher für andere da ist. Ne? Mhm. Ja. Bist du eine Heldin? Ja, wenn ich das so sehe, ja. hätte ich selber nicht gesagt, aber in dem Zusammenhang, ja. Warum bist du außergewöhnlich und herausragend? Was denkst du? Das ist eine schwierige Frage. Vor 2 Jahren hätte ich das zum Beispiel nie gewagt zu sagen, dass ich das wäre. Heute weiß ich, dass ich das bin, weil ich einfach mein ganzes Können, mein ganzes Sein meiner Mission widme und für die Frauen versuche, Vorbild zu sein und voranzugehen. Was ist deine Mission? Meine Mission ist es, Frauen zu ihrer wahren Schönheit zu führen, ihnen die Augen zu öffnen für ihr Sein, für ihren Wert, für all das, was sie ausmacht, ihr Strahlen in die Welt zu bringen. Ja, wunderschön. Du strahlst selber so. Das ist toll, wenn du darüber sprichst. Ich fühle mich direkt wohl und habe das Gefühl, dir da auch vertrauen zu können, wenn ich dieses Anliegen habe. Wie kommen denn diese Frauen zu dir? Wie finden die dich? Und warum finden sie dich? Warum suchen sie dich? Also momentan ist es so, dass sie mich hauptsächlich über Facebook finden. Ich bin noch nicht so lange da unterwegs. Erst seit knapp einem Jahr. Vorher hatte ich immer mal so geguckt, was Freunde so machen. Also Social Media, das war nicht so meins. Ich bin eigentlich eher so der Handwerker und wollte an die Front. Ich wollte direkt an die Frauen hautnah ran. Und für mich war das so, ich hatte dieses Online für mich gar nicht so gesehen. Mhm. Aber es ist wirklich ein Geschenk, wenn man es richtig sieht, finde ich mittlerweile. Und die Frauen finden mich durch andere Frauen, die einfach begeistert über meine Arbeit erzählen, das, was sie bei mir erlebt haben, wie sie sich transformiert haben. Mhm. Und ich habe eine Gruppe, ich habe eine New Justiz-Programm-Gruppe, eigentlich auch noch sehr frisch. Aber da versuche ich auch immer so ein bisschen Input zu geben. Ich bin noch kein Profi und von dem her ist es auch, tue es eigentlich immer so, wie ich das Gefühl habe, dass es gut ist. Mhm. Dass es auch nicht aus einem Stressimpuls herauskommt oder nicht, dass es so ein Muss dahinter ist, sondern ich versuche es immer so zu machen, wenn ich es vom Herzen fühle und ich dann einfach auch ganz so sein kann, wie ich bin. Und dazu gehört natürlich auch zu zeigen, wie man einfach auch mal ungestylt und ungeschminkt aussieht. Ja, also wenn ich morgens mit meinem Hund rausgehe aufs Feld, da habe ich keine Schminke im Gesicht und dann sind meine Haare auch nicht schön. Da habe ich eine Wollmütze an zu dieser Jahreszeit. Und aber das bin ja auch ich. Ja, und genauso finde ich, muss eine Frau sich auch sehen. Dass sie sich selbst im Spiegel liebt, auch wenn sie nicht zurecht gemacht ist, aber trotzdem ihre Schönheit sieht. Und das hat ganz viel mit Charisma und Ausstrahlung zu tun. Weil ganz oft kommen immer so diese
diese von außen, diese aufgelegten, ich muss dem gefallen und ich darf da nicht Nein sagen. Und ja, wenn ich das sage oder wenn ich das nicht tue, ist der oder der beleidigt oder enttäuscht. Und so ist es so, dass immer, gerade bei Frauen, immer noch mal so eine Schicht drüber kommt und man irgendwann hat man sich so selbst verloren, sage ich immer. Ja, und ja, meine Stimme zittert da schon wieder, weil ich da total emotional werde. Ja. Und ja, und das ist eigentlich, was ich den Frauen zeigen will. Ja, wunderschön. Und ich habe dich ja auch schon einfach erlebt. Wir haben uns schon unterhalten. Ich habe gesehen, wie Frauen wirklich durch die Transformation bei dir gehen. Und das ist wirklich unfassbar, was da einfach auch an Selbstbild plötzlich wach wird, was einfach erstrahlen lässt. Mich würde interessieren, bevor wir da gerne gleich auch nochmal weiter überlegen und sprechen, ich noch ein bisschen forschen möchte. Wie kam es überhaupt zu diesem Weg? Ich habe damals eine Friseurausbildung gemacht, weil ich unbedingt Maskenbildnerin werden wollte. Da war ich 17 Jahre alt und ich habe eigentlich nur Friseur gelernt, um diesen weiteren Weg gehen zu können, weil für das Studium zum Maskenbildner war einfach damals Voraussetzung, dass man noch Friseur ist. In dem Beruf hat man 80% einfach mit Haararbeiten zu tun, sei es Perücken knüpfen, sei es Bärte knüpfen, frisieren, historisch frisieren. Und dann kommt natürlich auch noch dieser ganze Stilkunde-Kram dazu und Modellieren und Formbau und ja, das ist ja alles dann nochmal separat. Und das ist schon eine Riesenausbildung und eigentlich ohne Friseurausbildung schafft man das gar nicht in diesem engen Zeitrahmen. Ja, und dann habe ich nach meinem Studium habe ich dann ja am Theater gearbeitet und manchmal auch beim Fernsehen und habe auch Werbung gemacht oder auch für Kataloge, also mit Fotografen zusammengearbeitet, die dann zum Beispiel für Neckermann, da war ich dann für Neckermann als Visagistin und Stylistin unterwegs, halt ja viele kleinere Werbungen für Intersport, Sportcheck. Ich will das gar nicht jetzt alles aufzählen, habe auch viel mit Prominenten zu tun gehabt und irgendwann war aber so dieses, das ist es nicht, was ich will. Das ist irgendwie, hat mein Herz da irgendwie immer so gesagt, nee, da muss doch mehr sein. Und ja, dann habe ich noch eine Kosmetikausbildung gemacht und dann habe ich gedacht so, ja, das geht zwar alles so jetzt Hand in Hand und es ist alles wieder so eine Ergänzung für dieses Puzzle, aber es ist noch nicht so das große Ganze. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich war immer sehr männlich geprägt, ja. Ich habe vier große Brüder und bin eigentlich in einem Haushalt groß geworden, sehr konservativ, moralisch geprägt, einfach auch wirklich sehr menschliche Werte, ja, wurden vermittelt. Und ich wollte immer so sein wie meine Brüder, weil meine Mutter war eigentlich so, du musst eine gute Frau, Hausfrau sein, du musst eine gute Mutter sein und ach, Abitur, was brauchst du nicht? Du wirst doch sowieso mal heiraten. Okay, ja. Und ja, genau. Also meine Mutter ist auch vor 2 Jahren mit 83 Jahren gestorben. Also ich war halt auch wirklich, ich habe einen Bruder, der ist schon 65, ja. Und von dem her war ich einfach auch die Jüngste und dann auch noch ein Mädchen. Und ich habe nie in ihr Bild gepasst als Tochter, weil ich immer so rebellisch war. Und ich habe einen Motorradführerschein gemacht und ich habe einen LKW-Führerschein gemacht. Und war mit meinem Papa auf dem Bau und habe mit dem Parkett verlegt. Und ja, aber eigentlich, heute weiß ich, dass das eigentlich nur so ein Ausbrechen war aus meiner Frauenrolle, die ich nicht haben wollte. Mhm. Ja? Mhm. Ja, und dann bin ich, um das Ganze abzukürzen, dann bin ich Mutter geworden. Und das war das erste Mal, dass ich Frau war. Wirklich mit Haut und Haaren und oh, da kommt man jetzt schon mit den Tränen. Und da wurde mir mein Weg einfach auch bewusst. Und dass ich auf alle Fälle ja für Frauen da sein will. Ja. Wenn du sagst, du hast jetzt auch auf dem Bau, ne, hast mit deinem Vater Parkett verlegt oder bist einfach eher Motorradführerschein, fantastisch, LKW-Führerschein, kannst du auch deshalb vielleicht diesen Blick auf die Frauen noch besser werfen, weil du auch aus diesen Perspektiven schauen kannst? Ja,
Ja, und also es ist einfach so, Frauen pochen immer so auf ihre Emanzipation. Also ganz, ganz oft, es ist nicht immer so, aber ganz, ganz oft. Und für mich hat es eigentlich nichts damit zu tun. Also der Mann ist ja nicht schlecht, nur weil er so ist, wie er ist, ja. Es ist ja, sind ja eigentlich unsere Gedankenscheißer, unsere Hirnscheißer, die wir haben, die uns immer zurückhalten. Und unser innerer Kritiker, der immer sagt so, ach, lass das mal, könntest enttäuscht werden, du bist nicht gut genug, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt. Wir Frauen sind doch nie gefühlt richtig. Ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. Und ja, wir sind genau richtig so, wie wir sind. Wir sind genug. Und seitdem ich das erkannt habe oder seitdem ich das lebe, ist das alles auch ein großes Ganzes geworden. Und ja, es ist ganz witzig. Ich bin überhaupt nicht, also hätte ich jetzt vor 2, 3 Jahren gesagt, ich bin überhaupt nicht spirituell, weil ich Spiritualität damals mit Esoterik gleichgesetzt habe. Ja, das war mir alles zu spooky und da bin ich zu bodenständig, habe ich immer gesagt, also so ein Quatsch. Ja. Heute finde ich, Spiritualität ist in jedem von uns. Also es ist für jeden eine Definitionssache, wie er es. Also meine Oma war spirituell, weil sie war total gläubig und ist jeden Sonntag in die Kirche und hat mich mitgeschleppt und ich habe es gehasst, ja. Ich habe das nicht als Spiritualität gesehen, aber es ist ihre Spiritualität gewesen, ja. Und ich glaube heute eher an diese universellen Gesetze und einfach das, was ich als Kind schon beigebracht bekommen habe, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Ja? Also mal auf einen kleinen Grundstock so runtergebrochen. Also einfach nur mal so, damit es jeder versteht. Also ich bin jetzt spooky, ich meditiere, ja, aber nicht, weil ich daran glaube, dass ich da irgendwas Göttliches verwirklicht oder dann über mir hereinbricht, sondern eigentlich nur, um mich meiner Essenz näher zu bringen. Darf etwas Göttliches über dich hineinbrechen? Also das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, ja, Göttlichkeit empfinde ich heute als unser, wenn unser Herz zu uns spricht. Wenn unser Bauchgefühl sagt, das ist nicht richtig, da stimmt was nicht oder genau das ist dein Weg, geh diesen Weg oder ja, diese Impulse, wenn man einfach versucht drauf zu hören, was einem unsere Eingebung, was uns einfach unsere Eingebung, das ist für mich göttlich, also und die hatte ich lange Zeit verloren. Ja, ja. Du hast jetzt von deiner Großmutter gesprochen, hast gesagt, das in die Kirche gehen, das, also irgendwie war sie spirituell. Was ist da die Essenz für dich? Was war an deiner Großmutter da spirituell? Ja, ich muss gerade lachen, weil ich sehe meine Großmutter jeden Abend mit ihrem Rosenkranz. Johannes Paul II., der war ganz groß als Bild über ihrem Bett. Und sie hat jeden Abend mit ihrem Rosenkranz gebetet. Also sie war wirklich sehr, sehr, sehr gläubig. Und ich konnte das als Kind nie verstehen. Ich habe immer gedacht so, ja, das ist doch auch nur ein Mensch, ja, der da hängt. Und mir hat das Verständnis dafür gefehlt. Heute finde ich es großartig, dass ich so einen, also im Nachgang, aus heutiger Sicht, das hatte ich früher nicht so gesehen, aber heute sehe ich es als totale Bereicherung und großartig, dass ich so einen festen Glauben habe. Was wünschst du dir, hast du von ihr geerbt in Bezug auf die Spiritualität? Ich habe ganz viel von meiner Oma geerbt. Und in Bezug auf diese Bilder, die du uns jetzt hier schon geschenkt hast? Ja, sie hat mir den Weg gezeigt, zu glauben. Also diesen festen Glauben daran, dass alles gut wird. Ja, ja, ja. Ja, wunderschön. Danke.
Du hast gesagt, du bist Maskenbildnerin geworden und wolltest das auch unbedingt. Und dann hast du von Form und von Bauen von Frisuren gesprochen. Ich habe gar keine Vorstellung, was das bedeutet, wenn man Maskenbildnerin wird. Und warum wolltest du das unbedingt werden? Was war wirklich dieser Herr des Gedanken? Also ich war mit 12 Jahren, war ich auf meiner ersten Theatervorstellung gewesen. Und ich fand das faszinierend, wie diese Menschen alleine nur durch ihre Kostüme und die Maske, wie die in eine andere Rolle geschlüpft sind und diese wirklich auf der Bühne auch gelebt haben, so dass man es ihnen auch geglaubt hat, dass das jetzt wirklich echt ist. Ja? Und das hat mich so fasziniert, dass ich mit 12 Jahren wusste, ich möchte immer Single machen werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Wahnsinn. Und hat der Weg irgendwie eine Erfüllung bekommen? Also ist das jetzt durch das, was du heute tust, oder gibt es da noch eine Vision, einen Traum, dass das noch mehr in Erfüllung gerät, als am Theater zu arbeiten? Du hast ja gesagt, das hat nicht ganz gereicht. Da kam immer noch eine Ausbildung und noch eine, und irgendwie war es das noch nicht. Ja, es ist halt, es war damals für mich die absolute Erfüllung, am Theater zu arbeiten, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Kinder geboren worden sind. Und man muss sich vorstellen, am Theater, man hat keine Wochenenden, man hat keine Feiertage. Und es ist so, dass mein großer Sohn, wie der 6 Jahre alt war, als ich ihn gefragt habe, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und dann hat er zu mir gesagt, Gott, Mama, dass du zu Hause bist. Oh, Mann, ja. Verstehe. Und ich habe damals immer gedacht, es macht meinen Kindern nichts aus, weil die sind das ja immer so gewohnt. Ja, also der Papa war ja auch immer da. Also unsere Beziehung hat da wirklich immer sehr gut funktioniert zwischen mir und zwischen meinem Mann. Es war dann einfach so, dass ich ab diesem Tag ein schlechtes Gefühl hatte. Und ich habe dann ein halbes Jahr später habe ich dann gekündigt und habe dann gesagt, okay, bis die Kinder groß sind, werde ich einen kleinen Friseursalon eröffnen, ja, und dann habe ich meine Meisterschule gemacht und habe einfach, also für mich war es immer wichtig, Augen zu und durch. Also ich wollte immer, wenn ich irgendeine Ausbildung gemacht habe, ich wollte das so schnell wie möglich mit Haut und Haaren, nicht irgendwie nebenher, dass das 2 Jahre, 3 Jahre dauert oder so, sondern ich wollte mich dann einfach auch so darauf konzentrieren, dass ich das dann einfach auch über die Bühne kriege. Und das habe ich dann auch getan. Und das war wirklich eine anstrengende Zeit, aber hat sich gelohnt für mich einfach auch. Also ich bin da auch in dieser Zeit sehr gewachsen. Und ich habe dann den kleinen Friseursalon aufgemacht, aber nach meiner Prüfung in der Handwerkskammer wurde ich sozusagen gleich von der Handwerkskammer rekrutiert. Ich habe mich gar nicht beworben, als Dozentin dort zu arbeiten. Und ich muss sagen, in der Meisterschule viele meiner Mitschüler kamen zu mir, weil ich einfach mit dem Projekt arbeiten, also dann muss man auch gewisse Rollen erfüllen. Man hat dann quasi seine Modelle in eine gewisse Szene zu setzen. Ja, also ich hatte zum Beispiel als Projekt Tanz der Vampire, nur damit man sich das mal vorstellt, dass jeder Schüler dann einfach so ein Projekt hat. Ne? Da gehörte Nageldesign dazu, da gehörte teilweise historisches Frisieren dazu, Messerhaarschnitte, Haarteile mussten an der Frisur eingearbeitet werden, Hochsteckfrisuren gemacht. Ja, das sind ja alles meine Steckenpferde, die ich jahrelang schon vorher gemacht hatte und es mir wirklich einfach leicht von der Hand ging. Das war, als würde ich ein Theater arbeiten. Okay. Ja, Wahnsinn. Homezone. Ja, genau. Und mein kleiner Friseursalon war dann, ich muss sagen, ich habe von null angefangen. Ich kannte keinen Mensch, ja. Und innerhalb von einem Jahr war ich so ausgebucht, dass ich in Wiesbaden eigentlich nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Und habe dann den Friseursalon komplett gemacht. Und nach 2 Jahren war es dann so, dass ich gesagt habe, das schaffe ich fast gar nicht mehr alleine. Und
habe dann mit meinem Mann ein anderes Haus gekauft, wo größere Räumlichkeiten da sind, die wir umgebaut haben. Und dann hatte ich auch schon meine ersten Mitarbeiter und Auszubildenden dort. Ja, und dann war es eigentlich so, dass ich nach 5, 6 Jahren so in einem Hamsterrad gefangen war, dass ich nur noch, ja, eigentlich 6 Tage die Woche, 10 Stunden im Friseursalon stand und am Wochenende meine Kasse gemacht habe, meine Abrechnungen und also meine Kinder hatten eigentlich noch weniger wie vorher, obwohl ich im Haus war. Ich war immer griffbereit für sie, das war schon gut, wenn die mal mit den Hausaufgaben was hatten oder so. Oder ich musste sie abholen irgendwo oder hinfahren, dann konnte ich mir meine Termine so legen, dass ich dann einfach auch mal kurz weg war. Aber ja, wie die Kleiner waren, kam ich oft erst in unsere Wohnung, wenn sie dann schon geschlafen haben, weil sie ja morgens in die Schule mussten. Und diese Vision, dass ich sage, okay, ich stelle jetzt Leute ein, damit ich mich einfach für 2 Tage in der Woche vielleicht dann auch mal freischaufeln kann und meinen anderen Leidenschaften nachgehen kann, zum Beispiel als Visagistin Fotoshootings zu machen, als Maskenbildnerin mal zum Theater zu gehen, vielleicht auch mal wieder einen Werbefilm mitzumachen oder ja, es war alles nicht möglich. Und die Fotografen und auch wenn das Fernsehen anrief oder so und oder das Theater, die riefen an und ich immer gesagt habe, nee, ich kann nichts, tut mir leid, ich habe keine Kapazitäten, irgendwann rufen die natürlich auch nicht mehr an. Ja, ne? Klar. Wie bist du da rausgekommen aus diesem Rad? Wollte ich gerade erzählen. Dann kam, es war 2019, hat meine damalige Chefin aus Koblenz am Theater hat mich angerufen und hat gesagt, du Marianne, ich weiß, du hast viel zu tun, aber kannst du nicht, wir sind Land unter und so. Und ich so, oh nee, ich kann meine Mitarbeiter nicht alleine lassen, das funktioniert nicht, ja. Und ja, ich komme dann halt mal abends, wenn wirklich Not am Mann ist und mache dann mal eine Vorstellung. So war es dann auch, dass ich dann immer mal abends dann eingesprungen bin, aber das nach einem kompletten 10-Stunden-Tag und ja, bin nachts dann um 2 nach Hause gekommen, das, ja, dann macht die keine Arbeit. Der Welt macht dann mehr Spaß einfach auch. Ja? Dann ist es einfach immer nur noch Druck. Und ja, meine damalige Mitarbeiterin hat mich dann so geärgert und hat mich eigentlich ja, zum Zickenkrieg, würde ich jetzt mal fast sagen, aufgefordert. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin ein total harmoniebedürftiger Mensch. Und ja, von dem her hatte ich auch immer diesen Glaubenssatz, ich kann keine gute Chefin sein. Oh wow, okay. Ja, weil ich immer geguckt habe, dass es denen gut geht, aber mich komplett außer Acht gelassen habe. Und würde ich heute nicht mehr tun. Also heute würde ich schauen, dass es mir gut geht. Und weil wenn es mir gut geht, kann es allen anderen auch gut gehen. Ja, das war eine ganz große Lehre, die ich daraus ziehen konnte. Und ich habe sie dann gekündigt und habe meine Chefin angerufen und habe dann damals gesagt, du, ich komme doch, ja. Ja, die haben dann alle gefeiert, auch das ganze Kollegium dort, weil ja, ich habe auch sehr gerne dort gearbeitet und ich, ja, es war wie nach Hause kommen, sage ich mal, ja. Und dann hatte ich den Vertrag ab Februar oder März und im Februar, März, es war eigentlich fast zeitgleich, ging es erst mal mit Corona los, ne? Ja, genau, Pandemie. Und dann habe ich gedacht so, oh mein Gott, danke. Ja. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich wieder so das Gefühl hatte, dass ich einfach geführt werde. Das heißt, da war deine Spiritualität für dich dann auch spürbar. Ja. Und die Anbindung zu den universellen Gesetzen oder zumindest zum Universum. Genau. Und ja, mir hat eine Kundin damals auch gesagt, ja, du musstest eigentlich den dicken Hammer auf den Kopf kriegen, um genau hinzuhören, was der Weg für dich ist. Ja, also die mit den kleinen Seitenhieben, das hast du nie mitgekriegt, ja. Das musste der dicke Hammer kommen. Und da muss ich heute noch ganz oft dran denken. Und ja, und dann war ich am Theater und hatte aber auch mit der Intendanz abgesprochen, dass ich 2 Tage die Woche auf jeden Fall für meine
Stammkunden einfach auch da sein wollte. Und ich musste sowieso sehr viele Kunden dann reduzieren, weil ich einfach diese, also ich habe meinen Kundenstamm von 500 Kunden runtergebrochen auf 100, 120. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Es war sehr schwer für mich und ja, und aber es ging ja, also ich hatte keine andere Wahl. Also es war schon so, dieses wer darf bleiben und wer nicht, das war schon sehr herzzerreißend auch. Weil ich einfach jedem meiner Kundinnen ganz persönlich und ganz nah einfach auch gekannt habe, ja. Ja, und dadurch, dass Corona war, war es einfach so, dass dieser ganze Betrieb im Theater einfach auch anders war. Es wurde dann einfach viel verfilmt, anstatt auf die Bühne gebracht mit Publikum, wurde einfach jedes Stück verfilmt, damit die Abonnenten das einfach auch im Internet sich anschauen konnten. Und ja, dadurch hat sich das unheimlich in die Länge gezogen. Das heißt, dass man morgens um 8 Uhr im Theater war und ist abends um 8, 9 Uhr nach Hause gegangen. Ja, weil jede Szene dann 100.000 Mal und du wieder hier pudern und da ist eine Haarsträhne und ja, also das ja, war echt anstrengend und wir haben echt gefeiert, wie die Stücke dann wieder auf die Bühne durften, auch wenn wir mit FFP2 und noch extra Visier und Kittel drüber und also es war wirklich ganz schlimm und von den Hygienemaßnahmen, es war ja, es war echt hart so zu arbeiten und Ich hatte eine Kieferoperation, die ich schon seit Ewigkeiten habe vor mir hergeschoben. Und diese Schmerzen wurden einfach immer schlimmer. Also ich kam eigentlich nie ohne 3, 4 mindestens Ibos am Tag rum und hatte schon Magenprobleme deshalb und hatte einfach aber auch so eine Angst vor dieser OP, dass ich mir das die ganze Zeit nicht zugestand, ja, weil ich gedacht habe, oh Gott, mein Gott, wenn du jetzt noch da länger ausfällst, dann verdienst du kein Geld. Und ja, dann war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, die Schmerzen sind jetzt so groß und ich war gefühlt jede Woche 3-mal bei der Physiotherapie und ja, dann habe ich mich operieren lassen und habe eigentlich gedacht, danach wird's besser, aber da habe ich einfach gemerkt, dass ich in ein ganz tiefes Loch gefallen bin. Klar, ja, ja. Und mein Körper wollte mir mehr. Und da wurde mir ganz viel bewusst. Also es waren wirklich so harte 3 Monate, wo ich mir wirklich bewusst gemacht habe, dass das einfach nicht mein Weg sein kann. Ja? Mhm. Und dass ich so niemals glücklich werde. Mhm. Und ja, das war dann die Konsequenz, dass ich am Theater wieder gekündigt habe. Mir dann eigentlich von August bis zum Dezember mir nur diese 2 bis 3 Tage im Salon gegönnt habe und um wieder zu Kräften zu kommen und einfach auch mal zu reflektieren, wo möchte ich hin, ja, und ja, mich wieder zu finden eigentlich. Und ja, ich habe sehr viel Persönlichkeitsarbeit gemacht in der Zeit und ja, und dann kam Dezember und ich habe in den rauen Nächten geträumt. Ich muss dazu sagen, ich wusste da bis dato noch gar nichts von den rauen Nächten, dass es die gibt. Ja. Was meintest du vorhin mit der Spiritualität, die dann zu dir kam? Ja, genau. Ja, okay. Ich kannte die rauen Nächte nicht und weil ich habe immer gesagt, so wenn vielleicht auch mal jemand was davon erzählt hat, so ja, geh mir weg mit dem spooky Zeug, das brauche ich nicht. Ja, da habe ich vielleicht mal hingehört, aber eigentlich direkt schon wieder vergessen. Ja, und damals habe ich geträumt wie im Farbfilm von meinem New Year's Eve Programm, dass ich alle meine Berufe, die ich kann, wirklich in diesem Paket zusammenbringe. Ja. Dass das einfach alles Hand in Hand gehen kann und dass ich all das machen kann, was ich liebe. Und einfach auch so dieses ganzheitliche Bild für die Frauen habe, um sie wirklich dahin zu führen, dass sie sich selber schön finden, dass sie sich selber akzeptieren, wie sie sind. Und nicht immer dieses Schönheitsideal annehmen, was uns von den sozialen Medien vermittelt wird. Ja, jeder muss Größe 36 haben und ja, blond und schlank und schön wie ein Model und nee, das sind wir nicht. Und das ist gut so. Mhm. Ja.
Da hast du vorhin aufgehört zu erzählen. Das würde mich jetzt interessieren. Du sagst es gleich bestimmt noch zu Ende. Aber als du sagtest, dann bekam ich mein erstes Kind und da war ich das erste Mal so in diese Weiblichkeit hineingeworfen oder du hast es anders formuliert, aber damit konfrontiert. War das für dich immer so, dass dieses New You, dass das wirklich auch deins war? Wusstest du, dass du dich so annehmen kannst, auch als Frau? Oder wie war das für dich? Ja. Ich habe damals auch als junge Frau vor meinen Kindern habe ich natürlich auch, ich bin jeden, also vor meinen Kindern hatte ich 55 Kilo, da bin ich heute weit, weit weg entfernt davon, ja. Und das war wirklich harte Arbeit. Also ich bin joggen gegangen, ich habe am Tag einen Joghurt gegessen und einen Apfel und dafür aber 10, 20 Zigaretten geraucht, ja. Also und das war nicht gesund, aber ich sah gut aus, fand ich damals. Und ich fand mich immer noch zu dick. Ja, und ich, wenn ich heute Bilder sehe, da denke ich, oh mein Gott, wie dünn war ich da, ja. Und ich hatte trotzdem dieses Bild, ich bin zu dick. Und nach den Schwangerschaften, ich habe total zugenommen in den Schwangerschaften, das hat auch für mich einfach auch dieses Bild geprägt, man hat so ein genetisches Wohlfühlgewicht, sag ich mal, was einem die Genetik einfach mitgibt. Und wenn man dieses genetische Wohlfühlgewicht nicht erkennt und sich einfach da auch zu Hause fühlt und annimmt, dann ist man immer nur dabei, sich zu kasteien und immer nur dabei, Krieg gegen den Körper zu führen. Ja, also so empfinde ich das einfach. Man versteht, was ich sagen will damit. Und damals war es dann halt so, ja, ich war eigentlich im 8. Monat wie eine Litfaßsäule. Ja, ich konnte mir meine Schuhe nicht mehr finden. Aber ich hab mich sauwohl gefühlt. Ja, super. Großartig. Aber dieses Bild, was du vorher beschrieben hast, dass du quasi nur einen Joghurt gegessen hast und geraucht hast und versucht hast, dieses Gewicht zu halten, war das dieser Gedanke, von dem du gesprochen hast, aus einer männergeprägten Familie zu kommen? Ja. Ist das ein Blick von Männern auf Frauen aus deiner Hypothese heraus? Ja. Ja, dachte ich damals. Aber so ist es gar nicht. Also für mich, also ich dachte das damals so und ich muss schlank sein, um attraktiv zu sein. Und es ist aber heute nicht so, dass ich, das war auch wieder ein Hirnscheißer von mir, ja. Also ich nenne die immer Hirnscheißer, unsere Gedankenmuster, die wir einfach haben und der innere Kritiker, der immer so zu uns spricht. Und ich habe wirklich einen tollen Mann an meiner Seite. Und ich muss dazu sagen, ich wollte damals nie heiraten, ich wollte damals nie Kinder haben. Und ja, dann stand er irgendwann da und den habe ich bis heute. Und er sagte zu mir, da habe ich ihn damals geboxt, weil ich da einfach auch, weil ich da einfach auch damals wirklich noch so in diesem Männerbild drin war. Ja, wir haben ja umgebaut und ich habe die Zementsäcke geschleppt und die Wasserkästen geschleppt. Also mein Mann war nie so, dass er gedacht habe, er muss das machen, weil ich immer gesagt habe, das kann ich selber, geh weg. Ja, und heute ist es so, dass ich vom Einkaufen komme und sage, du, die Kästen sind noch im Auto. Ja, da hat sich das verändert. Ja, es hat sich das verändert. Und es ist so gewesen, dass mein Mann damals zu mir gesagt hat, du Schatz, mach dir nichts draus. Früher warst du meine Väter, heute bist du meine Daune. Ich traue mich das hier kaum so auszusprechen. Aber er hat halt das halt so in diese Worte gefasst. Ich habe eigentlich aus Reflex habe ich ihn geboxt und habe gesagt, ich bin keine Daune, ja. Du hast vorhin gesagt, also du hast im Grunde diese rauen Nächte gehabt und dann wollte sich im Grunde alles miteinander vereinen und da entstand eine neue Kreation. Ist das das, was du heute mit den Frauen machst? Ja, ja. Daraus hat sich mein New You-Stil-Programm entwickelt und durch meine ganzen Ausbildungen und Berufserfahrungen, also ich habe ja jetzt schon über 30 Jahre Berufserfahrung, habe ich einfach einen ganz anderen Blick auf dieses Gesamtpaket Frau. Und
wie es jetzt zum Beispiel nur ein Friseur hat oder jetzt nur ein Visagist hat oder ich sehe, also heute glaube ich auch, es ist wirklich ein Talent von mir. Also ich sehe die Schönheit von den Frauen schon vor mir, bevor es überhaupt schon passiert ist. Mhm. Also ich sehe an jeder Frau Schönheit. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass jede Frau schön sein kann, auf ihre Art und Weise. Und diese Ausstrahlung, dieses Charisma, dieses innere Strahlen von einem, das kommt wirklich erst dann richtig zum Vorschein, wenn die Frau ihre eigene Schönheit erkennt. Geht das nur über, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Schminke, geht das nur über Design oder worüber geht das? Nein, das geht eigentlich über die Arbeit, die die Frau mit sich hat, indem ich ihr andere Perspektiven, andere auf ihre Logik gebe, die auch hinterfrage und ihr meine Meinung auch sage, wie ich das sehe und ihr das auch zeige. Mhm. Und viele Frauen sagen, sie fühlen sich nicht schön, weil sie haben, der Bauch ist zu schrabbelig, die Beine sind zu dick, die Zellulite und ja, aber unser Körper, es ist ein Geschenk und ohne unseren Körper wären wir nicht da. Und es ist einfach so, dass wir unseren Körper nicht einkaufen können. Wir haben ihn. Und wir müssen eins mit unserem Körper sein. Und je mehr wir uns gegen diese Äußerlichkeiten, was unser Körper einfach vielleicht für uns nicht schön macht in diesem Moment, wenn wir uns da drauf fokussieren, dann bringt das so ganz viel schlechte Energie einfach mit. Und ich habe auch Zellulite. Ich creme sie jeden Morgen liebevoll ein. Ja, sie kriegt besonders viel Liebe von mir, besonders viel Aufmerksamkeit. Und man muss es ja nicht mit der Kleidung betonen, sondern es gibt einfach Schnitte, die gewissen Figurtypen schmeicheln. Und das zeige ich den Frauen, wie sie einfach ihre Problemzonen, die sie auf alle Fälle auch annehmen müssen, ja, wie sie sind, aber wenn sie die nicht unbedingt so zeigen wollen, wie sie die einfach auch schön kaschieren können und das so, dass es einfach auch zu ihnen passt, zu ihrer Personality passt, ne? Und damit sie sich auch selber wohlfühlen. Und für mich ist es einfach immer so, ich sage zwar immer so, ich führe dich zu deiner schönsten Version, aber diese schönste Version ist eigentlich die Wohlfühlversion einer jeden Frau. Ja. Und wenn sie sich genau da wohlfühlt, wenn sie sich auch mit Frauen schminken sich vielleicht auch gar nicht. Und ich kann jede Frau da abholen, wo sie sich selber sieht. Auch wenn sie noch nie, wenn sie sagt, ich habe noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt, ich wüsste gar nicht, wie ich mich jetzt schminken soll. Und dann zeige ich ihr, wie sie in 5 Minuten morgens einfach schön aussehen kann, ohne jetzt eine halbe Stunde im Bad zu stehen und sich fertig zu machen. Ich bin selber nicht extrem geschminkt. Also seit ich meine Spange los bin, darf ich wieder rote Lippen tragen. Da bin ich ganz froh drüber. Das hat mich beeindruckt in einem Post von dir. Ja, ich stolper gerade über eine Aussage von dir, die du gerade gesagt hast, muss ich immer lachen. Da sagt Rüdiger Dahlke, meine Frau geht immer ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. Und das ist ja etwas, was Frauen unglaublich gut können, ins Badezimmer gehen und sich fertig machen. Und zwar eben auf dieser mentalen Ebene. Also, ja, genau. Das ist also ein Teil von dem New You-Programm, dass du im Grunde das Mindset mitbearbeitest, dass du denen hilfst, den Frauen dann im Grunde eher auch nach innen zu schauen, dass dieses Strahlen schon morgens im Bett passiert und das Leuchten, wenn man aufwacht und sich regelt und schmiegt und wiegt, bevor genau. sie dann in den Tag starten und ob sie sich dann fertig machen im Bad oder halt zurecht machen oder nicht. Das ist dann ja Absprachesache, wie der Style sein soll. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau. Es hat einfach, finden in diesem, in meinem Basisprogramm für New You praktisch, finden 2 Zoom-Calls statt. Mhm. Und in den Zoom-Calls lerne ich die Frauen kennen, lerne ihre Wünsche kennen. Sie kriegen dann von mir Fragebogen geschickt und sie müssen dann auch verschiedene Aufgaben, sie müssen Bilder von sich machen und sowas, damit ich einfach auch sehe, was ist es für ein Typ und welche Körpermaße hat sie und wo
wo sieht sie sich schön und wo sieht sie sich nicht schön. Das ist halt ganz wichtig, ja, damit ich einfach weiß, wo ich ansetzen muss. Und dann kommt nach einem Zeitversatz kommt dann der zweite Zoom und da bespricht man dann schon alles und geht dann schon eher so in die Tiefe und ja, und schlussendlich kommen sie dann zu ihrem Charismatag zu mir und verbringen einen ganzen Tag mit mir hier und kriegen die Schminke, die sie einfach ihm leicht von der Hand geht und die ihrem Typ entspricht. Sie kriegen eine neue Haarfarbe, wenn sie das wollen, aber es, ja, oder der neue Haarschnitt, der einfach zu ihren Haaren und zu ihrem Typ einfach auch passt und vor allen Dingen bei den Haaren muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Bei den Haaren finde ich immer ganz wichtig, dass Frauen einfach ich sehe ganz viele mit kurzen Haaren, die haben einfach keinen Hinterkopf geschnitten, ja, also die sind hinten immer so total flach und für mich ist eine Frisur immer ganz wichtig, dass sie vom Profil her einfach auch harmonisch ist, dass sie zum Profil vom Gesicht passt. Ja, und das ist wahrscheinlich dieses Ganzheitliche, was ich dann einfach auch wieder sehe, ja, dieses ganz rundum und hat die Frau Wirbel, wo könnte sie zu Hause Probleme haben, ihre Frisur selber zu Ja, gestalten? klar, ja. Welche Tools zeige ich ihr hier, wie sie das einfach hinkriegt? Und zwar ganz leicht, dass es kein Hexenwerk ist, ja. Und das kriegt die Frau dann alles bei mir hier gezeigt. Entweder bestelle ich Kleider für sie oder wir sind vorher so in der Absprache und ich sage ihr, nach welchen Schnitten sie schauen muss und welchen Größen und welchem Stil dann einfach auch und schicke ihr dann einfach auch ein paar Vorschläge und sie geht selber einkaufen und bringt diese Kleider dann eben auch mit. Und dann verbringen wir einen ganzen Tag und ja, sie hat diese Transformation und bis jetzt hat eigentlich fast jede Frau geheult, ja, Ja, das glaube ich sofort. Ja, na weil klar. sie fallen Sätze so durch sie aus wie meine 10 Jahre jüngere Schwester, die ich nicht habe. Und ich habe mich noch nie so schön gesehen und ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, dass du mir dieses Bild von mir gibst. Da habe ich einfach, das sind einfach solche Sachen, wo ich dann merke, genau richtig, das ist, was ich tue, und ich bin genau da, wo ich hin wollte. Ja, Ja, ich auch großartig. sehen, ja. Ja. Du bist eine großartige Frau, außergewöhnlich und herausragend par excellence. Oh, Ich hätte danke drei schön. abschließende Fragen. Und zwar die erste Frage: Wenn die kleine Marianne dich heute sehen würde, die ja in dieser Familie der Brüder groß geworden ist, was würde die heute zu dir sagen? Streng dich nicht so an, so zu sein wie die anderen. Sei einfach so, wie du bist. Oh ja. Und wofür bist du ihr dankbar? Dass eigentlich dass diese Selbstfürsorge nicht ganz verloren gegangen ist. Trotz diesem Hamsterrad, in dem ich so gefangen war und gar keinen Ausweg sah, war es immer so, dass ja, diese kleine Marianne in mir eigentlich immer gesagt hat, du musst das nicht. Du kannst mehr, ja, also, ja. Ja, oh, wie schön. Sehr viel Zuspruch, sehr viel Zuversicht. Ja. Gab es für dich in diesem Gespräch, wir müssen eine Fortsetzung haben, das habe ich schon verstanden, aber gab es in diesem Gespräch, in diesem Interview für dich etwas, was dir nochmal deutlich geworden ist, eine Art Magic Moment oder etwas, was wichtig war, sich nochmal daran zu erinnern? Ja. Ja, tatsächlich meine Oma. Oh, wie schön. Ja, großartig. Also es war auch eine großartige Frau, ja, die hat auch 5 Kinder gehabt und ist mit, also sie war Donauschwabin, ja, und ist nach dem Krieg ist die wurde enteignet und ist nach dem Krieg dann wieder mit allen 5 Kindern, die dann teilweise auch schon Familie hatten, wie mein Papa mit meiner Mama. Mein ältester Bruder war schon geboren und kam mit der ganzen Familie wieder zurück und der Opa ist im Krieg gefallen und sie hat das Wahnsinn. alles gerockt hier. Eine wahre Großartig. Heldin. Ja.
Ja, wunderschönes Bild. Danke, Marianne. Du hast mich total gefreut. Es ist wunderschön, dir zu begegnen. Ach, und ich danke vielen dir Dank. An dieser Stelle für dieses tolle Gespräch. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Und ja, es war magisch. Wie schön. Von Herzen gern, Marianne. Danke dir. Vielen Dank.